Er ist aber noch da. Tja, na sowas. In diesem Fall müssen wir zu etwas drastischeren Mitteln greifen. Willi hat eine Mütze. Ich glaube, gewöhnliche Streichhölzer tun's auch. Ja, aber damit versaust du den theatralischen Effekt. Also dann stecken Sie den Umschlag in Brand. Und nun bitte schälen und sagen Sie allen, was Sie im Innern der Bananenschale gefunden haben. Ich habe eine Banane gefunden. Keine 10-Dollar-Note? Willy, schauen Sie in Ihre Brieftasche und sagen Sie uns, was sich darin befindet. Da ist ein 20er. Voilà! Ich habe den 10-Dollar-Schein wieder erscheinen lassen und die Summe verdoppelt. Danke, Dad. Kannst du mir den wechseln? Sie waren ein zauberhaftes Publikum. Gute Nacht und fahren Sie bitte vorsichtig. Moment, Mr. Fauler Zauber. Okay. Es hat nicht funktioniert. Was soll ich noch sagen? Die Zauberei liegt mir nicht. Welch grausames Schicksal. Mir wird das Verlangen eingepflanzt, aber die Begabung vorenthalten. Wir haben gestern Abend Amadeus gesehen. Hallo. Ich dachte, du hättest die Zauberei aufgegeben, weil dir die Fähigkeit dazu fehlt. Irgendetwas nicht tun zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun. Schau dir nur mal die Leute vom Fernsehen an. Ich bewundere deine Beharrlichkeit, solange du kein Geld verbrennst. Danke. Aber sag mal, interessiert dich ein neuer Trick? Na, natürlich. Okay, dazu musst du mir aber dein Taschentuch leihen. So, hier bitte. Danke. So, und als nächstes brauche ich deine Uhr. Also, du gehst bitte vorsichtig damit um, ja? Ja, natürlich. Also, na gut. Vielen Dank. Sie werden bemerken, dass ich in einer Hand eine wertvolle Herrenarmbanduhr halte und in der anderen einen roten Samtbeutel. Würden Sie sagen, dass die Uhr völlig intakt ist, Sir? Bis jetzt, ja. Und nun, ich wedle mit den Fingern über den Dingern und spreche die Zauberworte. Hokus, Pokus und heil ist der Schnokus. So, sehen Sie nach. Ihre Uhr ist so gut wie neu. Oh, ich kann es nicht glauben. Ja, ja. So sind die neuen Uhren. Alf,
Der Verblüffende. Geschlafen? Ihr kommt wie gerufen. Ich zeige euch meinen neuesten Trick. Wo kommen all diese Kaninchen her? Also, zuerst hat Papa Karnickel Mama Karnickel aus einer Singlebar abgeschleppt und dann... Weißt du, was ich meine? Woher hast du das ganze Viehzeug? Von Buckleys Zauberversand. Du hast das alles gekauft? Geleast. Ich krieg den Rabatt und du kannst es von der Steuer absetzen. Du musst ihn immer noch ermutigen? Oh... Was soll's, Kate, wenn's nicht schlimmer wird? Ohala! Als legt mich jetzt in zwei Teile. Es wird schlimmer. Nein, du denkst nicht mit unserem Sohn. Das werden wir ja sehen. Nicht. Aber ich bin nun reif für den großen Trick. Wie lange muss sich einer mit solchen kindischen Kleintricks abgeben? So lange, bis ihm wenigstens einer gelingt. Vielleicht hat er dazu gar keine Chance. Alle Anleitungen sind für Zauberer mit fünf Fingern an jeder Hand. Er hat sich auch eine Sache vorgenommen, die ihm über den Kopf wächst. Vielleicht wächst dir bei einer Größe von 95 Zentimetern alles über den Kopf. Ach, Alter, jetzt reicht's aber wirklich. Gerade, wo ich groß rauskommen wollte. Sieh mal, was ich gefunden habe. Hier, alles zu mir. Alf, ich will dir ein paar Worte sagen, die so einfach sind, dass selbst du nicht in der Lage bist, sie misszuverstehen. Was? Das Erlernen der Zauberei erfordert Geduld und Ausdauer. Zwei Eigenschaften, die sich bei dir noch nie gezeigt haben. Siehst doch ein, Alf. Du hast einfach kein Talent für die Zauberei. Schon gut. Gib dem Illusionisten noch einen Tritt, wenn er schon am Boden liegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hey, Nummer zwei und drei, wartet doch wenigstens, bis das Licht aus ist. Hier, Alf, ich habe dein Zaubertuch im Müll gefunden. Auch meine Karriere liegt im Müll. Du willst doch nicht etwa aufgeben. Mein Zauberstab hängt am Nagel, Brian. Anders als unsere Showgenies weiß ich, wann ich aufhören muss. Aber du hast mir versprochen, dass ich bei deinen Tricks mitmachen darf. Ja, ich weiß. Ich habe da noch was gut zu machen. Okay. Also dann mach es gut, indem du mich verschwinden lässt. Nein, dazu bin ich nicht in Stimmung. Na komm schon, Alf, bitte. Na schön, rein in die Kiste. Oh ja. Weißt du noch, wie die es im Fernsehen gemacht haben? Du ziehst den Vorhang zu und drehst die Kiste dreimal um sich selbst. Das mit dem Drehen lasse ich lieber weg. Wenn du mir in die Kiste kotzt, kann ich sie nicht mehr zurückgeben. Ist alles in Ordnung? Alles klar. Schön, dich noch einmal gesehen zu haben. Ich spreche nun die Zauberworte. Alkazo, Alkazu. Nur ist er weg. Und wo ist er nun? Brian? Hey, Brian, wo bist du? Ja! Ja! Ich kam, ich sah, ich demolekularisierte. Ich kann wirklich zaubern. So, und jetzt, Brian, zauber ich dich wieder dahin zurück. Abracadabra da, komm und sei wieder da und erzähl allen anderen, was dir geschah. Oh, oh, eine